sind ja doch recht viele Berge. So, ich komme jetzt auch an am Heroin. Arbeiter. Moin! Wo soll ich Tag. meinen Prowler hinfahren? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wer ist das? Bin Was ich. ist mit den Typen, die dich verfolgt haben? Die sind nicht mehr hinterhergefahren. Ich hab die Schlüssel mal weitergegeben für meinen Zamak. Ja, dann komme ich auch mit Farm oder was? Dann fliege ich jetzt mit rüber Farm, oder? Ich fliege auch mit rüber mit Farm. Voll. Alter, wie viel Geld der geraubt hat. Jetzt ist er voll, 110 passen rein. So, ah, ihr habt zwei Zamaks hier. Ich brauche einen Schlüssel für den Zamak. Was vermummt? Hast du doch schon, dann bist kann du vermummt. Oder? Ich bin vermummt, ja. Hab ich eigentlich was an? Hm, ja. Warte. Du bist der Gerd. Geldteil, genau. Ja, hast du. Ja. Das sieht so witzig aus. So, wir bleiben hast hier, du, oder? hast du einen Schlüssel von mir? Ich bin auch vermummt. Ich bin vermummt, ja, warte mal, ich kann das kurz mal. Ist ja schon ja. leer. Moin! So, dann lass mal rein hier. Ja, das ist kurz ein Problem. Tendenz, die Leute immer mal Geld zu zeigen. Danke. Hier vorne sitzen. Ja. Felix wird noch wurde revived, denke ich mal. Ja, jetzt macht er noch ein bisschen lieb. Weil er jetzt bei der Kuckerverarbeitung ist, dann will er sich noch seine Karre kaufen. Fehlt noch irgendwer eigentlich? Ja, ich. So, wollt ihr alle mitfliegen? Ja, können wir schon machen. Ich möchte jetzt hier nicht warten irgendwie. Alles zu? LKWs sollten zu sein, ne? Das wäre jetzt der Hammer, ey, wenn wir die LKWs nicht zuschließen. Ja, dann guck ich doch direkt nochmal. Warte mal. Ja, schau. Du. Du. Sind wir eh gleich wieder da, wenn wir so viele Leute sind. Mach jetzt keine Scheiße, sag ich dir. Meine Waffe erstmal in den Rucksack packen, man weiß ja nie. Ja, ich lande auch unten im Dorf, ist sicherer als da oben. Oh, das ist ja echt scheiße, dass wir landen. Da kannst du ja eigentlich nur im Strand oder ganz oben landen. Ja, ganz oben oder hier unten im Dorf, das geht. Natürlich schön, auch ein sehr hoher Anflug. Also mit Booten ist das echt eine schöne Route. Junge, der Felix, ne, mit seiner Kokainverarbeitung, was hat denn der? Warum will der die nicht unbedingt? Wir fahren doch gerade Heroin. Dass das uns hier hilft, ne, muss er erstmal seine Kokainverarbeitung. Er wird jetzt eh umlaufen, weil sein Motorboot weg ist. Alles klar, Zensur live, Trump mit hinten, Gründerin des IS, Sender stoppt Übertragung. Was? Eine Entscheidung treffen, was machen wir, wenn die Cops uns anhalten? Abknallen? Aussteigen? Abknallen? Zum Diamantenverarbeiter fahren, so wie gestern. Ja. Genau, der ist ja nur an einer engen Ecke. Und dann mehr. Sagen, ja, den jungen Herrn müssen wir hier trotzdem kontrollieren. Geil. Ey, der Helm hat Armor Level 4, ach, den hab ich gar nicht auf. Oder doch? Danke. Echt? Oh lol, krass. Den Angebot hat auch gar nicht auf. Aber irgendwie hab ich ihn auch nicht auf. Gut, also dann mit dem Heli hinterher oder was? Jo. Ja, erstmal den Helmet voll machen, oder ist er schon voll? Der ist voll. Der ist schon voll. Also wer fährt was? Ich hau mich als Co-Pilot in den Heli. Wer kann denn noch
Was mit ich fahre bei dir mit oder ich fahre beim Felix mit, je nachdem, was ihr wollt. Ich kann irgendwo mitfahren. Also im Helikopter sind jetzt noch Verarbeitetes. Wer das mitnehmen kann, wäre cool. Warte mal, ich habe noch... Ich habe im Inventar noch Verarbeitetes, also... Achso, jo, ich pack mal mein ganzes Inventar voll. Ich mach das mal alles hier ein bisschen leer vom Helm. 46. Ich kann noch ein bisschen was aufnehmen, ich habe gerade mein Zeug noch nicht verarbeitet. Ach, ich drehe schon mal. Ach du Scheiße, pass auf, Junge. Also fahr ich auch meinen Zamak, ne? Sehr warte mal, will eine, habt ihr die Rucksack? Ich hab meinen Rucksack auch noch voll, komplett. Wartet mal bitte, es ist wirklich. War kein Scheiß, war auch kein... Also ich kann noch was aufnehmen, wenn jemand was braucht, ich kann ja, noch... Ja, im Helikopter ist noch Verarbeitetes. Und in meinem Rucksack ist gleich auch noch Verarbeitetes. Das kann alles in Helmet noch rein, ne? Jetzt. Genau. Ich habe im Rucksack auch noch was voll, was dann packe ich hier mal was rein, warte. Da ist noch 6 im Helikopter drin, die ich nicht aufnehmen kann. Ja, die nehme ich mit. Ich kann dir nur ins Herz legen, so viel aus dem Kofferraum rauszutun wie möglich bei deiner Karre, weil sonst wird das kein Spaß werden. Ja, aus dem Kofferraum, nee. So, der Helmet ist jetzt komplett voll. Ich habe jetzt noch 6. Lass dir das Zeug im Heli drin und tu dir alles, was ich, so viel wie möglich hier raus, weil sonst ist das echt lahm. Woraus? Ach, hier, aus dem. Aus dem Zamak, weil der Zamak ist ja echt lahm, der ist ja nicht mehr getuned. Warte, dann nehme ich da mal was raus. Sag mal, DDoSen die den Server, oder? Dann wäre das, glaube ich, anders. So, so komisch, wer kann jetzt noch was mitnehmen? Oder wer schließt ständig den Helikopter auf? Ich verstehe, ihr könnt auf Ziel zugreifen, ohne aufzuschließen. 26 sind noch im Zamak drin jetzt. So, und im Helikopter sind jetzt noch 19 drin. Und ich habe im Rucksack noch 43 jetzt, also wie gesagt. Dann nehme ich noch aus dem Helikopter was raus und tue noch ein bisschen was in Zamak, warte mal. Ja, mach die LKWs voll und die Rucksäcke voll. Dann bleibe ich allein im Heli und fliege einfach nur Streife. Ja, aber meine LKW soll ich doch nicht so voll machen. Ja, nicht komplett voll. Nicht komplett voll, aber halt so voll, dass genug drin ist. Du fliegst allein, oder was? Wenn ihr alle Drogen im Inventar habt, dann fahrt ihr mit verkaufen, ist ja logisch. Gut, dann... Und die gesamte Summe teilen wir nachher durch alle Mitspieler hier. Hier noch irgendwo Platz. Beim Zamak wäre noch Platz. Ah, egal. Wer hat keine Waffe von euch? Ich. Ach so, genau, der eine hat ja keine. Der Zamak-Fahrer hat keine Waffe. Da muss da einer mitfahren mit Waffe. Fahr ich mit. Okay. Ich würde jetzt schon mal ein bisschen vorausfahren. Ja, der Heli ist leer und los geht's. Alles klar. Oh, ich muss das mal ein bisschen runter machen, ey. Ich verstehe sonst nichts. Und Desync-Abstand halten, ne? Vorsorglich. Ja, die, ja. Fährst du dann vor und checkst über die Straße, wie man uns gehen kommt, oder wie machst du das? Ja, Ockerman. Ja, ich flieg langsam voraus und guck, dass da zumindest auch keine beim Dealer hocken. Hm. Zu welchem fahren wir jetzt denn links oben, ne? Über, Kupfermine, oder? Kupfermine, ja. Nicht mit den Drogen über die ganze Insel fahren. Ich möchte mir mal ganz kurz... markieren. Also der steilere Berg ist es, wenn wir vorher nachher rechts fahren, durch dieses Dorf dann durch. Aber der längere Weg wäre es, wenn wir hochfahren zum Airfield, das wäre aber nicht so steil. Wenn ich zum Berg auffahren, aber... Kann mir einer den Weg ansagen? Jetzt nach rechts? Ja, biegt jetzt rechts ab bei dir, wo du bist. Gott. Da unten fahren sie. Name, ne? Die große Drogentour. Kriechen. Wir fahren nicht, wir kriechen. Griechen. Stell dir mal vor, wir alle hätten jetzt solche Helmets, Mann. Das würde so viel Geld geben. Bringt doch so nicht schlecht Geld, ne? Ja, ich hab. Soll er hier rechts an der Küste, wenn er geradeaus hochfahren, oder wie wollen wir das machen jetzt? Können wir das nicht leisten? Durchs Banditenlager durch, oder wie geht das? Ja, rechts. Okay, alles klar. Dann brauchst du jetzt nur noch geradeaus erstmal. Banditenlager ist ja sowieso safe, so. Also jetzt rechts, oder? Uiuiui. Also im Prinzip nur noch geradeaus jetzt. Lass den Tempest vorfahren, oder? Blockiert euch doch nicht selber. Ja, egal, wir sind schneller als der Tempest, also fangen wir vor. Ganz einfache Regel. Ist auch gut, wenn eine Karre hinten fährt, die gute Panzerung hat, weil dann... Es ist, dann der wahre Goldschatz ist in der Mitte. Genau, dann ist nicht... dann ist nicht das schwächste Glied in der Kette ganz hinten, weil hinten werden ja meistens am ersten ausgeraubt, nicht vorne. Weil wie weit vor Felix vor uns ist, ne? Er hat schon wieder alles optimiert, oder?
Der hat ganz schön Zahn drauf hier, wollte ich mal sagen, ey. Du musst jetzt nächste links, Kollege. Jetzt rechts halten. Jetzt hat gerade einer links gesagt, aber immer ja, rechts. Ja, nee, dich meint er nicht, links jetzt. So, die Straße weiter, immer an der Küste lang hier. Davon lotst du mich? Ja, ich lotse dich. Wir fahren einfach so wie Felix, passt schon, durch Banditenlager durch, geht schon. Wo ist er denn? Wo fährt er denn ganz hin, der Hammett? Du hättest links gemusst. Ich denke, wir sollen an der Küste lang fahren hier. Ja, was willst du denn da? Wir müssen zur Brücke. Ja, fahren wir doch hoch, kommen wir doch hin. Ich wollte schon sagen, eigentlich hätten wir noch links kommen müssen. Nee, wir drehen um. Geh dann. Das geht noch viel schneller über die... Ich hab ein paar Mal gefahren an der Küste lang. Aber in der nächsten dann links, ja. Im Dorf hier vorne. Na gut, dann musst du jetzt gleich da rechts fahren. Das sind in 300 Metern. 200 Metern. Da oben kommen sie! Geil! Ja, oh, Junge. Schaffst du! Links! Nee, der sinkt! Oh! Oh, du Scheiße! Warte, Felix, lass Felix vor. Vorsicht, ich stehe hier vorne, ne, hinter mir. Ja. Wer hinter mir kommt. Ja, das ist der Eddie, der hört dich sowieso nicht. Weil, der hat schon so Schwung von hinten genommen. Alter, ruckelt das hier, ey, was ist denn das? Das ist unglaublich. Fahrt echt mit Abstand, ne? Achtung, Eddie fährt übers Feld, alles klar. Jetzt fährt er durch. Eddie. Okay. Du Scheiße! Oh mein Gott. Nice RP, halt's Maul. Soll ich hier rüberfahren? Nach rechts? Ja, nach rechts dann da. Ach so, an der Hauptstraße nach rechts, ja. Ist optimiert. Oh, Alter, ey, das sieht ja echt krass aus. Wir fahren einfach zum Chop-Chop-Ankauf und verkaufen die Dinger. Jetzt rechts, genau, jetzt bist du auf der richtigen Straße. Einfach jetzt die Hauptstraße fahren. Ja. Alles optimiert. No shame. Wo ist denn der Zammer, ey? Wir sind aber jetzt. Alter, wo fliegen wir denn lang? Offroad. Alles guck mal, da ist der Orca. Alles klar, kein Problem. So, jetzt einfach nur die Hauptstraße folgen, dann kommt ihr automatisch zur Brücke. Ja, und dann kommt ihr fast automatisch zum Ziel. Bleib mal bitte Abstand. Bleib mal bitte Abstand. Hast du gesehen, wie hoch ich gesprungen bin vorher? Ja, und jetzt Abstand halten. Wenn wir ausgeraubt werden, muss nur der Heli über uns hovern. Ich glaube, das macht schon, ist schon genug Schutz eigentlich, weil die wissen ja nicht, wie viel da drin sind. Genau. Mit zum Orca legt man sich nicht leicht an. Auch wenn nur einer drin sitzt, aber wir bluffen halt. Wie beim Poker, ne? Genau. So muss man es halt machen. Ja, wenn wir noch abgedeckte Fahrzeuge hätten, ne, da könnten ja auch noch auf der Ladefläche hinten welche sitzen, ne? Ja. Aber damit können wir hier nicht bluffen bei unserer Tour. Können wir gleich sagen, da kommen gleich noch 10 Hammels aus dem Busch rausgefahren. Hier, Kollegen, es lohnt sich nicht, uns überfallen. Da kommen gleich noch 7 weitere. Da kommt dann noch eine Kolonne. Also wenn ihr überfallen wollt, dann überfallt den letzten. Das ist der Moritz, was? Ja, gut. Aber das müssen wir machen, einen opfern und dann einfach weiterfahren. Der erste in der Kolonne sagt so, ja, die letzten, die könnt ihr überfallen. Lasst uns in Frieden. Ja, also solange ihr mich nicht ausraubt, könnt ihr alle anderen ausrauben. Dann wir es langsam. Oh. Du kannst warum ganz denn? Weiterfahren. So, jetzt links. Genau. Schön um die Kurve schneiden. Sehr schön. Hier kommt da darf auch kein Regenverkehr kommen, ey. Alter, rechts, das gelenkt, ja. Rechts rum. Nein, wir müssen nach links, aber hier kommt eine Rechtskurve. Es sind nur noch 5 Kilometer, also ganz ruhig. Hier jetzt links? Ja. Geh, okay. Ja. Oh Mann, Hauptsache die Tankstelle mal, einfach mal die. Ampel. Da hinten ist der Orca. Kann man durch Ampeln durchfahren? Nee, ne? Nein, Ampeln sind aus Stahlbeton, glaube ich. Aus Titan. So wie die Lianen hier. So, jetzt schön auf der Brücke gleich schön vorsichtig, ja? Warum? Da kann ich doch volle Kanne draufbrechen. An der Kurve. Das ist ja gestern unser Freund und Helfer ist doch gestern ertrunken mit seinem Helm. Was ist denn das, was da unten steht? James Smith hat durch das Treuesystem einen zufälligen Gewinn erhalten. Wo kriegt er das her? Das habe ich auch bekommen. Das ist, wo hast du das her? Ja, wenn du regelmäßig spielst, kriegst du halt einen Bonus. Genau. Kriegst du erstmal Geld. Geldbonus. Geldbonus. Manchmal bekommst du auch Carbon. Manchmal kommst du Carbon oder Hupen oder Unterbodenbeleuchtung.
Das Carbon würde ich dir am Marktplatz verkaufen, so für 500, also 1000, wenn du schon... Ja, kriege ich das per Geschenkbox im Inventar? Ja, ja. Oder? Das ja. Hast du dann im Inventar, ja. Da hockst du dich dann in ein Auto, kannst es einbauen, aber mach das, wenn du das Carbon bekommst, du wirst es wahrscheinlich bekommen. Mach ich hier in mein... Nee, pack das nicht in den Zimmer. Meine Sportlimo. Ja. Jetzt lass mich überholen. In mein Quad. Nein, natürlich nicht. Ins Quad, das wäre voll witzig. Kann man das eigentlich im Boot bauen? Nee. Oder oh, einen Sport-Hatchback, Mann. Mach das. Nein. Mach das, ne? Eddie. Ja? Wo warst du denn jetzt die ganze Zeit? Telefon. So lange, Mann. So lange telefoniere ich eigentlich nie. Oh. Nur solange du da ein bisschen fahren kannst, ist alles. Ach Mensch, der Zermak ist auch schon da hinten, ey. Ich sehe ihn schon. Ja, erstmal eine Pulle Korn rausholen als richtiger LKW-Fahrer. Ich bin schon wieder so bescheuert, ne? Zermak irgendwie. Mein Typ kann einfach nicht sitzen. Da schon wieder so dreist drin. Das ist hochmäßig. Vor allem, warum sitzt du genau neben mir? Ja, ja. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir ehrlich gar nicht. Ich weiß nicht. Bestimmt, weil ich so ein heißer Typ bin. Ja, ich suche die Nähe zu Mitmenschen, zu meinen Mitmenschen. Einfach geradeaus auf der Straße. Oh, und der Helmet desinkt aber gut, ja. Alles desinkt gerade. Oh, mal den Preis, das ist ein Auto. Den Preis. Pannenspur. Rechte Seite. Heroin 6444. Und geht nach oben, ne? Ja. Still going up. Wo ist das Auto mit der Panne? Bootshändler. Ist oh, fällt zurück. Oh, hast du gerade Desing? Stehst du? Ja, absolut Standbild. Ja. Oh, jo! Jo! Alter! Ich bin gerade durch 1000 Meter gefahren. Oh, du Scheiße! Ja, da vorne ist jetzt stehen sie wieder alle. Ja. Also hier läuft gerade das Bild. Ja. Liegt auch wer oder ist es einfach nur ein Auto? Fette. Gelbe Kette unten. Ja, ja, aber nee. Offen passiert nichts. Wenn sie zu war, würden wir es merken. Und wenn sie rot im Zug ist, dann ist vorbei. Jo, ich warte dann hinten bei der Brücke auf euch. Mach mal ein Screenshot von dem, was ich dabei habe. Aber Alter, weiß ja nie. Wer macht, was macht denn der Hammett da unten im Garten? Oder Tempest? Im Garten? Der Tempest ist. Ach, stimmt, der Tempest, da kommt er. Macht ein Eddie da. Nichts. Naja. Pass auf, Eddie ist vor uns, keine 200, 300 Meter. Okay, nee, passt schon alles. Bitte in Turn schreibe ich den. Harte Linkskurve in 200 Metern. Komm mir gerade vor wie beim Rallye fahren. Ja, aber du hast wenig Beschäftigung. Ja, das schon. Hab hier meinen Spaß, ich sitze auf der Map und. So als Beifahrer, als Ansage, das finde ich gar nicht. Das ist vor allem mir sehr schwer, weil du musst ja dein Chat nicht ablesen, ne? Mir wird haben ja schon geschafft. Schlecht, wenn ich als Beifahrer auf mein Handy gucke oder irgendwas abcheck. Und dann... Boah, jetzt denn? Jetzt müsste ich richtig gedesinkt haben, weil ich auf der Map war. Wo bekommt man eine Verarbeitungslizenz? Wo bekommt man eine Verarbeitungslizenz? Der Zug muss genauer sein. Ja, Frage, welche? Ich frag mal, ich bin mal so freundlich. Pass auf, nicht dass ich jetzt gleich im Wasser lande. Ja, du musst jetzt links abbiegen. Was ist denn ein... Wow. Das erklärt sich denn... Nee, ich bin raus, Jungs. Was ist denn ein Uran-Transport? Nee. Schreib mal, der ist extra für Datteln. Oh, was ist jetzt los? Boah, ich hab grad gedacht, ey, gleich liegt der im Wasser, ey. Ja, da war ich gestern im Wasser. Hier dann links. Ja gut. Und vorne musst du aufpassen bei der Vollgas! Bei der Fähre. Vollgas. Ja, bitte kein Vollgas, also schön noch 50. Weil hier kommt jetzt gleich diese... Mit den Ruckelbildern. Ach, hier meinst du? Genau, hier nicht zu schnell. Ja, wir fahren schon. Top. Dann? Ja, rechts. Ach, hier rechts, okay. Gott! Hier ist gestern unser Hammett-Fahrer so ein bisschen ja, ich war das. Eingetaucht. Oh, was
denn jetzt mit Meli passiert? Lol. Ja, aber ja, das sah auch leicht komisch aus. Der war auf einmal hinter mir, auf einmal ist vor mir so ein Geräusch. Ich denke mir so, jo, okay. Also die Brücke finde ich einfach mal mega hässlich, jo. Ja. Die ist auch nachträglich gebaut, ne? Zementklotz hingesetzt. Weil finde ich die richtig behindert. Nicht. Das ist nicht mal ein Gelände oder sowas, das ist einfach nur scheiße. Der sieht aus, als wenn er einen Platten hat, der Hemme, der. Der bricht immer so weg nach rechts. Ja, ja, keine Ahnung warum. Muss den auch immer korrigieren. Ändert sich bei euch im Tank irgendwas, in der Tankanzeige? Vom Sprit? Meiner ist immer noch voll. So, wo muss ich lang? Rechts oder links? Nein! Rechts abbiegen, Ende der Brücke und die erste Möglichkeit wieder links rein. Hinter den Bahnschienen dann quasi. Das war eine gute Ansage. Langsam. Oh. So. Geschwindigkeit müssen wir immer mitnehmen. Ich hab auch eine Handbremse, ne? Wow. Ich kann schön um die Kurve sliden, ey. X ist Handbremse, ne? Wasser gefallen. Ja, ja. Gegen einen Baum gefahren. Und hier vorne musst du dann aufpassen, dass du die Rampe nicht zu schnell runterfliegst, sonst ist die Karre. So, da sind. Da musst du gleich jetzt links. Genau. Ich will auf den Hauptinsel jetzt, ne? Jetzt kannst du schon mal vorfahren, halt zum Hero und gucken, ob da was ist. Wohin jetzt? Ja, ich flieg da mal hin. Rechts. Nächste. Rechts und dann die nächste links nach den Bahngleisen. So, und für den ersten, der vorne fährt, der Hammett, du fährst jetzt so lange, bis du auf deinem Navi Kupferfeld siehst und da biegst du rechts rein. Hast du kein GPS? Felix? Doch, hab ich. Hab ich immer offen. Bin doch kein Amateur. Also ist das die zweite rechts. Beim Amateur. So, hier links dann? Hinter den Schienen? Quasi wo der Heli jetzt schwebt, kannst du dann rechts abbiegen. Wo der Heli schwebt, wir sehen ihn gar nicht schweben. Meine Güte. So, quasi jetzt. Ja, jetzt rechts, genau. Mein Name ist Oleg und ich bin Oleg. Oleg Popovec, oder? Popovec. So, man könnte vielleicht so ein Lokvogel jetzt mal vorschicken. Mit so einem Tempest von Bananen. Und jetzt los. Alter, ey. So, und jetzt musst du rechts rein. Ich? Ja, ja, Helmetfahrer. Jetzt rechts, genau. Und dann ist der Drogendealer da vorne im Wald. Wo der Heli jetzt gleich landen wird. Da fahre ich dann First Person rein. Mhm. Wartet aber mit dem Verkaufen, bis alle da sind, dann wird der Preis. Obwohl, ich glaube, so viel Unterschied macht es wahrscheinlich nicht. Och, ein paar Dollar. Jeder Dollar zählt, Mann. Das stimmt wohl, ja. Ich meine, das ist ja alles euer Geld. Wenn sie alle durch 5 oder 6, 7, 8, 9, 10 Leute, wie viel auch immer wir sind, teilen. Oder ich heiße Moritz. Und wir sind 5, 6 Leute sind wir, oder? Ja, 1, 2, 3, 6 Leute. Ja. Steht am Test. Wir waren vor 7. So. Und hier rechts. Hier rechts hoch. Huch, huch. Alter, was ist das für eine Spur hier? Nimmst, weil hier brauchst du Schwung. Tiefster Dschungel. Uiuiuiui. Da, also, dass es hier jemanden nicht flippt, das ist schon. Bisschen. Und jetzt einfach durchs Feld hier durchquetscht rein. So, bleib mal hier stehen. Huch. Und jetzt fahr einfach Eddie hinterher, dann wirst du richtig fahren. Nee, fahr nie mehr hinterher, ich schwör's dir. Den Weg hier links hoch, ja. Ja, er ist schon falsch gefahren, siehst du? Hab ich gerade gemerkt, ne? Hab gerade auf der Map gewesen, hab mir gedacht, was Eddie denn? Die hätten jetzt so easy überholen können, abhängen können. Es tut mir leid, Mann. Gott, wird das überhaupt was hier? Wenn es. Ja, das geht schon. Wenn es ein Rennen wäre, hätte ich gewonnen. Oh Gott. Wir müssen dann rückwärts zurückfahren. Nein, ihr könnt auch gerade durchfahren und da hinten drehen. Da ist eine Freifläche. Ja. So, sind wir da? Mal stehen bleiben? Ja, bist du da. Hier gerade irgendwas Ausdauer explodiert. Langsam. So, Waffenbonus wechseln. Ich bin bereit, um richtig zu bratzen. Heilige Scheiße, wie viel kriegt man denn jetzt? Ihr müsst nicht zurück, euch da kriegen. Das tun wir auch gerade. Okay. Also Richtung Georgetown, ja? Bam. Mhm. Wird das bei den Cops, können die das irgendwie registrieren, dass ich was eingeschmissen habe? Nee, aber 24 Stunden Durst. Ja, so. Ja, können sie, wenn sie dich durchsuchen.
Wenn sie dich durchsuchen, steht da, dass du bestimmte Menge an Drogen genommen hast. Ah, das ist ja nicht so schlimm. Oder wie viel du noch im Blut hast. Ja, dann sagst du einfach, du wurdest gefangen genommen und gezwungen, das einzunehmen. Also, hatte dein Handy wollte nicht billig machen. Schreiben. Und dir war es dann auch egal, weil das hat sogar Spaß gemacht. Oh Gott, was schon häng ich denn? Wirkung jetzt. Die hat ja mega lange angehalten. Wir haben voll rendiert. Aber das ist alles immer dasselbe, glaube ich. Das ist schade. Ja, ja, das ist schade. Bei Heroin müsste man so auf dem Boden liegen und so die ganze Zeit irgendwelche rot und blau und so sehen. Ich bin falsch. Das wäre so geil. Oh, wir hätten links vermisst. Scheiße. Sag das doch, Mensch. Ja, fahrt über den Friedhof. Friedhof. Dann so. Friedhof. Achso, ihr seid. Okay. Ja. Komm, das sind gerade 6.000, die du gerade weggenommen hast, muss man vorstellen. 6.000 Dollar, einfach für nichts und wieder nichts. Ein bisschen Spaß. Ja, ein bisschen Spaß. Muss sein. Ich bin in Georgetown. Ja, ich warte dann am Pier. Rumpfköpfe bei 5-2. Da kommt dann wieder irgendein Polizist, die dürfen hier nicht landen. Ja. Die haben keine Landeerlaubnis. Bitte fliegen sie weg. So, wo müssen sie nach sich hin? Über den Friedhof. Achso, oh, ja, dann fahr ich einmal jetzt hier ein bisschen Offroad. Pass auf, da vorne ist Marco. Ja? Da, pass auf, da ist jetzt der Marco. Scheiße. Vorsicht, rechts neben uns kommt der. Ah, ich sehe das schon, der hat keine Konkurrenz, wo seid ihr? Ah, keine Konkurrenz, das ist nichts. Vergiss nicht, eure denn? Waffen wegzupacken. Wo fahrt ihr denn lang? Die fahren auf der Eisenbahnschiene lang, ey. Das ist ja mal richtig geil. Risky. Was ist das denn risky? Ja, weil es da ich jemand glaub, da flippt. Keine gute Erfahrung. Ich hab's hier noch nie geflippt, ich fahr immer lang. Ja, geflippt nicht, aber das Auto war halt Schrott. Ja, das ist auch kein Problem. Die Ängste haben. Ja gut, das. Oh Gott, nein, vergiss es, hör auf! Nein, das klappt alles keine Probleme. Ach schon, du hast es echt vor. Achso, hier drüber fahren wir die Brücke. Ja. Weißt du, hier hast du verrückt da? Weil du hast ja gerade Heroin genommen. Oh, ist schon wieder vorbei. Er sieht ganz viele bunte Farben. Soll ich das. Parken wir die Laster ein? Das würde eigentlich Sinn ergeben, dann neues bauen. Nur auf jeden Fall, es macht alles Sinn. Was. Außer dann würden wir auf jeden Fall. Macht ihr jetzt noch eine Runde oder was? Oh, denk schon. Nein, ich nicht, ich hab da die Zeit dafür nicht. Nee, ich glaube, ich bin dann auch raus. Eine Runde Schrumpfkopf mache ich jetzt noch. Im Jeep. Eine Runde Schrumpfkopf. Schade, schade, schade. Was ist? Bett ist, Mann, das Bett ist. Alter, was leckt das denn hier? Bett ist für sie ist auf dem Marktplatz. Ja? Ja. Ja, lass dich mal dumm anmachen und dumm einschauen. Ich spuck die an. Unser Clan ist ja bei denen angeblich vogelfrei oder freiwild. Ich? Echt? Ja, hat Moritz zumindest mir gestern geschrieben. Also ich meine, das ist ein bisschen mad gewesen, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja. Freiwild, oder? Alter, das ist ja, lecker hier. So, aussteigen. Safe Zone. Bei dem Typen. Guten Tag. So. Dann mal das Geld alles einer Person geben, oder? Und die Person würde ich sagen. Und das Krallen ein bisschen? Wo treffen dann wir uns? Steht am der Güterlizenz. Ich stehe hier gegen Wert Geld halt. Lizenz für Dias holen. Wollen wir uns mal alle am Pier stellen? Ja, ja, alle am Pier, komm. Am Helig. Alter, ist das laggy hier gerade. Bei mir nicht. Dann kann ich richtig laufen. Oh Gott, wie hast du denn hier gelandet? Ich drehe mal. Okay, oh Gott, wem wollen wir das Geld geben? Einer vertrauenswürdigen Person. In Tee. Was? Ich geb's Gerd. Ja, los, Gerd, dann verteil du das. 889. Also jetzt an Gerd, ja. Ja. Ja, ja, okay. So. Vertrauenswürdigen Namen hat er auf jeden Fall schon mal. Also dem gibt ich mein ganzes Geld. 656. N. So. Taschenrechner eintippen durch 6. Immer rein hier mit dem Zaster. Ist alles da? Ich weiß nicht, haben alle bezahlt? Sag, wie viel ist ich? Ich tipp's den Taschenrechner ein und teile. Also, ich hab nichts mehr an Bargeld. Ich hab dir 155.000 gegeben. Das war nichts mehr, alles tippi.
Eddie, hast du auch dein Geld gegeben? Ja. Okay, dann sag mal, wie viel es ist und dann teilen wir es durch 6. So, wir haben 3.305.000. 3.305.000. Ja. Ich nehme die 3 Millionen. Ja. Und die 50 Pfennig können sie jetzt schon haben, ne? Das sind geteilt durch 6, 508.000 für jedermann. Boah, meine erste 2 Mille auf dem Konto, Mann, fühle ich mich reich. Achso. 508. Volks. Denk schon. Sehr schön, danke. Ich hab hier 508 Dollar. 508. Escape. Was sind jetzt eigentlich hier? Oh, das sinkt nur. Sind wir mal Schrumpfköpfen? 5-2, ey, der Kurs ist gut. Hab ich schon gesagt, eben. Ich mach jetzt nochmal Schrumpfkopf auf jeden Fall. Ich da hol ich einen Hammett raus. Danke. Das ist mein Zimmer, glaube ich, auch gerade. Gleich draußen. Bill einzahlen. So, wir haben alle, ja? Danke. Nö, ich hab noch nichts. Ja, du hast eine Maske auf, ich sehe deinen Namen nicht. Okay. Warum hast du eine Maske auf? 7 Mille wieder. Ach ja, aus Gründen. Alex, ich hab gehört, du willst mir 7 Mille. Warum liegt der Stroh? Das darf ich auch gerade. Ah, Stefan A. Siehst du, bitteschön. Danke sehr. Oh ne, die Pullerei. Komm, rennt! Rennt sehr ab, Junge. Cops, Cops, Cops! Cops am Arsch. Rennt! Die Cops kommen! Ja, so eine Fuhr mit 3 Millionen. Stell mal vor, die hätten jetzt am Marktplatz. Die hätten wir jetzt eigentlich ausrauben müssen. Wir hätten nicht eigentlich gerade am Marktplatz ausrauben müssen und einfach das Geld wegzunehmen. Einfach nur so aus Spaß. So, das hat wunderbar geklappt, möchte ich sagen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaltet wieder rein, jetzt heißt Let's Play Tanoa. Das war unsere große Drogentour mit Heli-Überwachung. Also, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen. Haut rein, macht's gut und ciao.